Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu dem Aufgebraucht-Video aus dem Monat Dezember. Ja, ich zeige euch wieder meinen Müll. Die Tüte neben mir ist relativ voll und dann geht's auch gleich los. So, das erste, was ich hier habe, ist ein Tee von Bad Heilbrunner. Das ist heißer Holunder. Der kam mit diesen Pyramidenbeuteln. Waren 15 Stück drin, hat glaube ich 2,49 gekostet. Ist halt ein bisschen teurer als der andere normale Tee, aber war trotzdem sehr, sehr lecker und werde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen, wenn die anderen Teesorten leer sind. So, machen wir gleich weiter mit Tee. American Apple Pie. Absolute Kaufempfehlung. Wer den noch nicht kennt, bitte unbedingt kaufen und probieren. Riecht und schmeckt wie frisch gebackener Apfelkuchen und ja, totale Kaufempfehlung von mir. So, dann hat mein Mann einmal von Donto Dent die Zahnseide-Sticks alle gemacht. Da waren 32 Stück drin. Die sehen ungefähr so aus, findet er sehr gut. Ja, werden wir wieder nachkaufen, werden wir demnächst im DM sind. So, dann ist einmal gegangen mein Deo-Roller von Nivea, den Fresh Pure. Muss ich euch nichts mehr zu sagen. Einer meiner Favoriten fürs Jahr 2015. Dann 40 Maxi-Pads von Evelyn. Muss ich euch nichts mehr zu sagen. Zu denen kann ich euch und will ich euch auch was sagen. Ich hatte aus der Not heraus neulich bei Kaufland von Classic diese 40 Duo-Maxi-Wattepads gekauft. Die kosten auch um die 60 Cent. Die waren sogar besser als die von Evelyn. Ja, ich habe jetzt aber noch ein Packen von Evelyn, die werde ich aufbrauchen und die anderen Wattepads und dann werde ich zu denen hier auf Classic umsteigen, weil die absolut nicht gefusselt haben. Auch nicht beim Nagellack abmachen, nicht beim Glitzerlack, gar nichts. Also für mich absolute Kaufempfehlung und sogar besser als die von Evelyn. Wobei die von Evelyn, wenn ich nicht zum Kaufland komme, kaufe ich auch die aus dem DM. So, dann habe ich gebadet. Ja, auch. Favorit 2015, 2014, Isana Mandarine Buttermilch. 80 Gramm drinne, absolute Kaufempfehlung. Ja, muss ich euch nichts mehr zu sagen. Guckt die Videos zuvor an, die ganzen Aufgebraucht-Videos und da werdet ihr die ganzen Reviews dazu sehen, dass ich da immer sehr, sehr begeistert von bin. Dann Limited Edition damals, Buttermilch Limonung. Von Aveo die Cremeseife, das ist noch die alte Verpackung, ist ja jetzt, soweit wie ich weiß, im Standardsortiment bei Müller drin. 500 Milliliter drin, absolute Kaufempfehlung. Es Zitrone-Buttermilch, Limone-Buttermilch, Mandarine-Buttermilch, alles sowas. Und ich, wir sind dicke, dicke Freunde und ja, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ist eine ganz tolle Handseife, die auch nicht irgendwie austrocknen wirkt oder so. Ich habe noch, ich glaube, drei Backups. Dann Haushalt Lenor Amberflower. Ganz, ganz toller Weichspüler. Momentan mein Liebster. Ich habe die zweite Flasche schon im Gebrauch. Die werdet ihr dann im Januar sehen. Hier waren jetzt 1,35 Liter drin. Super Duft. Und dann noch in Kombination mit dem Waschmittel von Lenor. Absoluter Traum. Werde ich mir definitiv wieder nachkaufen. So, dann zwei Taschentücherboxen, alle gegangen. Einmal Baby Love DM, super toll. Und einmal Baby Dream Rossmann, total floppig. Weil, ja, erstmal konnte man das so aufmachen, das war ja ganz nett, aber die Tücher da drin, die waren nicht weich, die waren ganz, ganz hart. Die konnte ich nicht zum Naseputzen verwenden, deswegen hing die Box auch ein bisschen länger. Ich habe die dann eher für Swatches wegmachen oder wenn uns halt was runtergekleckert ist, dann dafür genommen. Also die kann ich nicht empfehlen, die von Baby Love kann ich total empfehlen. So, dann noch ein Tee, heißer Hugo, Teekanne. Fand ich sehr gut, habe ich jetzt sogar Oma mit angesteckt. Oma hat sich neulich auch ein Päckchen gekauft und findet den total lecker. Ja, meine Schwiegermam findet den auch ganz gut. Die trinkt ja auch den richtigen Hugo sehr, sehr gerne. Aber den Tee fand sie auch sehr gut. Auch sie hat sich den gekauft. Werde ich mir irgendwann nachkaufen. Aber ich möchte jetzt erstmal den ganzen anderen Tee, den ich noch halt stehen habe, erstmal alle machen, bevor ich mir was Neues kaufe. So, dann
Duschgeldschrank mit Badreiniger, so Nachfüllpack. Den fand ich auch sehr, sehr gut. Der riecht zwar nicht so gut wie der von Meister Propper, aber der macht trotzdem genau das Gleiche. Riecht zwar jetzt nicht so gut, aber er macht einen sehr, sehr guten Job. Sind 750 Milliliter drin, bekommt ihr bei DM. Ja, werde ich mir nachkaufen oder wenn halt... Ja, sie knallen. ja, werde mir sonst den auch von Meister Propper wieder nachkaufen, wenn er im Angebot ist. Ansonsten halt den. Ja, ist immer noch der gleiche Tag, der 30.12. Ich habe noch das gleiche Make-up wie aus meinem Silvester-Make-up, Let's Schmink and Talk. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich noch das aufgebrauchte Video drehen wollen würde. Und deswegen, das mache ich jetzt. Dann, oh Gott, von Essence aus der Superheroes LE ein Nail Polish Remover. Und zwar dieser hier. Der kam ja in so einer Gelform mit so Glitzer. Ich habe mich mit dem sehr, sehr lange gequält. Wie lange ist die LE jetzt her? 1,5 Jahre? Ja, so lange stand auch der Nagellackentferner bei mir. Der letzte Rest, der hier gerade runterläuft, der geht nicht mehr raus. War jetzt kein super herausragender Nagellackentferner. Der sollte ja für Glitzerlack sein. Habe ich ja wirklich nicht viel von mitgekriegt. Würde es den nachzukaufen geben, ich würde ihn mir nicht nochmal kaufen. Aber war halt mal was anderes, dass der halt so gelig war und nicht halt wie die anderen so flüssig. So, dann Balea Soft and Clear Reinigungstücher, diese hier. Das sind diese antibakteriellen gegen Pickel und sowas alles und unreine Haut. Finde ich sehr, sehr gut, sind sehr weich, sind 25 Stück drin. Kosten um die 99 Cent und ja, würde ich mir auf jeden Fall immer wieder nachkaufen. Dann hat mein Mann ein Shampoo alle gemacht, was er definitiv nicht nachkaufen wird. Das Anti-Schuppen-Shampoo von Isana Med. Es ist halt ein medizinisches Shampoo, aber trotzdem, es hatte gar keine Wirkung. Die Schuppen waren stärker als, ja, als sonst. Deswegen, ich habe nachher das Shampoo zum Pinselreinigen verwenden. Er hatte dann die Hälfte halt aufgebraucht, die andere Hälfte habe ich dann zum Pinselreinigen verwendet. Dafür war es okay, aber für uns beide kein Nachkaufprodukt. Ja. Dann eine Sache, wo ich sehr traurig bin. Ich habe letztes Jahr von Uli in meinem Weihnachtspäckchen drin gehabt von La Vera Naturkosmetik Limited Edition Winter Glory Duschbalsam mit Bio-Paranuss und Bio-Ahornsirup. Sinnliches Duscherlebnis, verwöhnende Reinigung. Ja. Sah so aus. Ließ sich super auftragen. Es hat auch später noch danach gerochen. Es ist halt sehr nussig. Ja, wie Ahornsirup riecht, weiß ich leider nicht, weil ich es bisher noch nicht probiert habe. Aber es riecht auf jeden Fall sehr nussig, sehr winterlich und hat gut gepflegt. Ja, war eine Limited Edition aus dem letzten Jahr. Ich denke, die wird es nicht noch geben. Ja, ich habe aber noch so viel Zeugs und jetzt kommt der Winter ja zwar mittendrin, aber ich habe halt noch so viel mit Apfelzimt und sowas alles stehen. Und das muss jetzt erstmal leer, bevor ich mir halt sowas hier wieder kaufen kann. Aber der nächste Winter kommt irgendwann und dann, wenn es das wieder vielleicht mal geben sollte, würde ich es mir kaufen. So. Dann einmal die Totes Meermaske, die ist leicht versifft. Die habe ich alle gemacht. Die finde ich sehr gut. Das wisst ihr. Meine Lieblingsmaske werde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Das ist keine vegane Maske. Nein, die ist nicht vegan, aber trotzdem gut. Ja, und dann habe ich einmal mit Teti Sept Wintermärchen gebadet. Das war mit Granatapfel und mit Glitter. Der Glitter setzte sich nicht auf der Haut ab, sondern war halt im Badewasser. Wannrand ließ sich alles gut danach ausspülen. Ja, roch sehr gut nach Granatapfel und ein bisschen Zimt. Und ja, werde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Dann leider, leider, leider ein Flop-Produkt. Aquatuchmaske von Balea. Habt ihr ja in meinem Haul gesehen. Ich habe sie jetzt ausprobiert. Ich hatte sie irgendwann schon mal und fand sie sehr gut. Habe sie jetzt nochmal ausprobiert und habe darauf leider reagiert. Das heißt, ich habe ein komplett rotes Gesicht gehabt mit ganz vielen Pusteln und es hat gekribbelt und gejuckt. Und ja, ich werde mir diese Maske nicht nachkaufen. Für mich leider ein Flop-Produkt, für Uli total das Top-Produkt. Deswegen hat Uli meine anderen beiden bekommen. So, dann habe
ich einmal von Balea Fantastic meine Ersatzklingen alle gemacht. Ja, für meinen Rasierer. Finde ich sehr gut, kaufe ich mir immer wieder nach und ja, macht einen guten Job, das Teil. Dann hat mein Mann einmal gebadet mit Isana Alpenkräuter, mit Edelweißextrakt. Was für ein Wort. Steht neu drauf, ist aber momentan im Standardsortiment bei Rossmann und ja, ist ein bisschen kräuterig, erfrischend. Ich könnte mir auch vorstellen, damit baden zu gehen. Es schäumt sogar. Wenn auch nur ein bisschen, aber schäumt. Mein Mann liebt das und ja, wenn wir demnächst zu Rossmann sind und er keine mehr hat, dann kaufe ich ihm davon auch wieder welche nach. Ja, dann hattet ihr in dem Paket von meiner lieben Silke Maus gesehen, dass sie mir die Dragonfruit Saunamaske von Montagne Jeunesse ins Päckchen gepackt hat und ich habe schon eine aufgebraucht und die wird wirklich sehr warm. Die macht eine gute Reinigung und ja, ist wirklich mein totaler, ja, einer meiner Tops 2015 und ja, ich weiß definitiv, sollte ich zu einem Müller kommen, ich werde mich dann erstmal wieder mit den Masken eindecken. Ich habe jetzt noch 5, aber ja, ich gehe mit denen wirklich sehr, sehr sparsam um, weil bei uns gibt es zwar Montagne Jeunesse, aber nur die großen. Diese Tuchmasken mit Schlamm und was weiß ich nicht was, aber die halt leider nicht. Und ja, ich hätte auch gerne, gerne einen Müller um die Ecke. So. Dann hat mein Mann von Listerine Total Care aufgebraucht, diese Mundspülung. Er findet alle Listerine toll. Er testet sich da momentan durch. Das war die mit der lilanen Flüssigkeit. Er wird sich die auch wieder nachkaufen. Hat jetzt aber wieder, glaube ich, die Cool Mint oder die grüne. Ne, die grüne mit Zahnstein und ach, was weiß ich nicht was. Ja. Aber er wird sich halt Listerin wieder nachkaufen. So. Dann ein Flop-Produkt. Ecosystem Shampoo, Color, Glanz. Es hat weder die Haarfarbe gehalten, noch dass es meinen Haaren gut getan hätte. Seelsahn. Nachdem ich sie gewaschen habe, kurze Zeit später aus, als ob sie überhaupt nicht gewaschen worden sind. Die haben sehr, sehr, sehr schnell nachgefettet. Ich habe es nachher auch zum Pinselwaschen benutzt, dieses Shampoo. Dafür war es dann okay. Ist ein Müller-Produkt, komme ich so nicht ran, würde ich mir aber auch nicht nachkaufen, wenn ich es könnte. Allerdings hiergegen wieder ein Top-Produkt von Sacrotan, das Pro Fresh. Das ist mit Feige. Das ist ein sehr, sehr gutes Duschgel. Es riecht sehr gut. Soll oder vermindert geruchsbildende Bakterien für ein langanhaltendes Kuschelgefühl. Ja. Also ich mag ja diesen Feigengeruch sehr, sehr gerne. Riecht sehr sauber. Ja, doch ein bisschen frisch. Ja, ein bisschen fruchtig, aber nicht zu stark. Aber man riecht auch so das Pflegende, finde ich, raus. So ein bisschen cremig ist es. Ja, sind 250 Milliliter drin. Wenn ich die anderen Duschgele alle leer habe, dann kaufe ich mir das definitiv nochmal nach. Dann habe ich noch mein Fadio aufgebraucht. Dieses hier Oriental Moments mit dieser goldenen Verpackung und diesen Rosen habe ich ganz, ganz, ganz viele Komplimente auf Arbeit für bekommen. Immer wenn ich das drauf hatte, dann hieß es nur, Füchs, was hast du für ein Parfüm heute drauf? Und dann habe ich mir gesagt, Jungs, kein Parfüm, hier. Habe ich meistens in meiner Tasche rumgekramt, weil ich es dann immer mit hatte. Und ja, die fanden das alle sehr gut. Mein Mann mag das auch sehr gerne an mir. Ich werde mir das nachkaufen. Ich habe es auch schon wieder in Verwendung und ja, ist momentan mein liebstes Deo. Ist halt so ein bisschen sinnlich, ja, also muss man eben drauf stehen. So, jetzt muss ich mal gucken, was hier noch so drin ist. Ja, ein Flop-Produkt, definitiv, von Rexona, 0 Aluminium-Salze. Pure Fresh heißt es auch. Da war aber Alkohol drin. Da ist ein bisschen was ausgelaufen. War Alkohol drin. Gar keine Pflegewirkung bei mir. Gar keinen Schutz. Hätte ich auch gar nichts drauf machen können. Für mich ein absolutes Flop-Produkt. Wird nicht nachgekauft. Dann lieber mein Nivea. So. Mein Akku von der Kamera zeigt 10%. Wir geben uns Mühe. Dann auf Empfehlung von der lieben Make-up is my Passion 85, Kanal nochmal unten in die Infobox von ihr. Schwarzkopf, Gliss Kur, Hair Repair, Million Gloss,
und so weiter, die hat bei mir für zwei Anwendungen gereicht. Das ist so eine kleine Haarkur. Die war wirklich gut. Und ja, der Geruch auch so ein bisschen frisch, bisschen sauber. Und ja, die Haare fühlten sich gut an, waren schön weich, waren kämmbar. Ja, sind die anderen Haarmasken alle? Kaufe ich sie mir nach. Dann hatte ich in dem Wanderpaket von der Dani, das Video kann ich euch ja unten in die Infobox auch verlinken, hatte ich mir ja die Maske rausgesucht von Neo Bio, diese Feuchtigkeitsmaske. Ich finde, sie war sehr flüssig, hat jetzt auch nicht so wirklich viel gemacht für die Haut, also nicht wirklich Feuchtigkeit gespendet. Ich würde sie mir deswegen nicht nachkaufen, aber es war mal nett, sie auszuprobieren. Ja, und dann, ich war ganz überrascht, mein Mann hat eine Maske gemacht. Und zwar von Cadia Vera, Face 25 Plus. Das war die klärende Maske. Und in dieser klärenden Maske befindet sich Teebaumöl mit drin. Und ihr wisst ja, dass mein Mann. Okay, da krabbelte gerade irgendein komisches Tier. Das könnte eine Spinne sein. Muss ich gleich mal gucken. Ja, auf jeden Fall war da Teebaumöl drin und ich war dann erst so skeptisch, weil ich die eigentlich ausprobieren wollte. Und dann sagt mir Mann, die kannst du doch mir ins Gesicht machen. Ich sag, bist du dir sicher, das ist eine Maske? Ja, ist Teebaumöl drin. Und ihr wisst ja, der mag ja gerne sein Shampoo mit Teebaumöl und hat ja auch ein Duschgel mit Teebaumöl und ach, was weiß ich nicht was. Und ja, jetzt musste ich neulichst, sind wir wegen ihm im DM und haben ihm von Shevins diese Anti-Pickel-Maske mit diesem Teebaumöl gekauft, weil er das unbedingt wollte. Der wird komisch. Ja, auf jeden Fall, die fand er sehr gut. Kommen wir zu Müller, werden wir die auf jeden Fall auch wieder nachkaufen. So. Was haben wir hier noch? Ja, jetzt habe ich nur noch ein kleines Kosmetikbag. Und in diesem Kosmetikbag zeige ich euch jetzt die kosmetischen Sachen, die ich aufgebraucht bzw. aussortiert habe. Und zwar habe ich auch geschafft. Den hatte ich in meiner Aufbrauch-Challenge, diesen Lidschatten. Ich habe jetzt beide komplett leer gemacht. Einmal den Dunkel- und einmal den Hellgrün. Das war die 06 Perfect Match. Ja, habe ich jetzt aufgebraucht, habe den meistens dann für die Crease benutzt. Fand ich ihn sehr gut. War dann so mein Alltags, Lidschatten. Bin echt froh, dass er alle ist, weil ich habe einen Haufen Zeugs. Also ich werde das demnächst euch mal abdrehen. Dann habe ich ein Parfüm alle gemacht von Balea Miami Sunrise. Ja, dazu gab es ja noch ein Duschgel und Nagellack dazu. Ja, war ein sommerliches Parfüm, aber da war nur noch irgendwie so ganz bisschen drin. Ich habe das jetzt aufgebraucht. Ich würde es mir nachkaufen, wenn es das in groß geben würde. Ist ein sehr frisches, sommerliches Parfüm. Also der Name ist hier Programm Miami Sunrise. Also wie gesagt, war in so einem Geschenkset drin. Ich denke nicht, dass ihr das irgendwie noch bekommen könnt. Gegebenenfalls Kleiderkreisel, eBay oder so. Aber im Fachhandel nicht mehr, weil es das ja irgendwann im Sommer letztes Jahr gegeben hat. So, dann habe ich aussortiert, weil er mir schlecht geworden ist. Essence XXL Long Lasting Lip Gloss. In dieser wunderschönen Farbe. Der riecht einfach nicht mehr und ja, riecht ein bisschen komisch und deswegen schmeiße ich ihn weg. Das ist die Farbe 4 I Love Pink. Ich habe so viele andere Lipglosse noch und ja, die muss ich aufbrauchen. Dann ist alle gegangen von Catrice Made to Stay in Side Eye Highlighter Pen. Der war waterproof. Guck jetzt gerade, ob der einen Namen hat. Ja, das ist die Farbe 010 in the Mood for Nude, oh Gott. Da ist es. Den hatte ich von Uli letztes Jahr zum Geburtstag gekriegt. Der war sehr, sehr gut. Und ja. Werde ich mir vielleicht irgendwo nachkaufen, aber ich habe noch so viele Anrufe für die untere Wasserlinie zum Highlighten. Ja, dann von Catrice ein Eyeliner-Pen. Den fand ich sehr, sehr gut. Der hatte eine wunderbare Filzstiftspitze. Konnte man sehr gut malen. Könnte ich mir vorstellen, nachzukaufen, aber ich habe ein ganzes Glas voll mit irgendwelchen Eyelinern und ich muss es halt erstmal aufbrauchen. Deswegen, was ich ja auch erwähnt hatte in dem Silvester-Look, ich werde,
erstmal jetzt meine Sachen aufbrauchen und erstmal nichts Neues kaufen. Es sei denn wirklich, es geht irgendwas alle, weiß ich, Gesichtswasser, Augen-Make-up, Wattepads, Feuchttücher oder irgendwie so. Dann natürlich ja, aber keine Schminke, kein Duschgel. Wenn ihr die Schublade hier neben mir sehen würdet, ne, die ist gerappelt voll und darüber auch und ist einfach viel zu viel. So, dann ist leer geworden von Maybelline Color Show Designer Nail Art Pen. Dieser hier, das ist auch so einer mit einer Filzstiftspitze in so einem Silber. Der hat sich sehr gut gemacht für Nail Design. Fand ich sehr gut. Gab es damals dazu, wenn man sich zwei Nagellacke gekauft hat. Dann eingetrocknet von der Firma UMA Nail Art Pen. Dieser hier auch ein Silber. Der ist eingetrocknet, deswegen weg damit. Ich habe noch genug. Brauche erstmal nichts nachkaufen. Auch leider eingetrocknet von Essence, der Multiglitter Tip Painter. Ich gucke gerade, ob der eine Farbbezeichnung hat. Ja, das ist die Farbe 02 Irresistible. Ich weiß gar nicht, gibt es die überhaupt noch im Sortiment? Ich gucke da so selten. Ja, auf jeden Fall konnte man mit dem halt auch ja, so Linien und sowas alles zeichnen. Fand ich sehr, sehr gut. Würde ich mir nachkaufen, wenn ich mir noch einen anderen Haufen Zeugs hätte. Ja, dann ist mir dieser hier runtergefallen. Den hatte ich euch immer gezeigt, dass ich den für die Augenbrauen benutzt habe. Ich weiß leider nicht, woher der ist. Das ist keine Ahnung. Der hatte halt zwei Brauntöne und den einen Tag ist er mir runtergefallen. Und ja, deswegen ist er jetzt leer. Ich habe mir das Augenbrauen-Kit von Essence deswegen gekauft. So, dann kommen jetzt ja, Flop-Produkt. Essence Studio Nails Ultra Nail Repair Speziallack mit Keratin. Auf der Hälfte sozusagen ist er eingedickt, hat nichts für die Nägel gemacht. Ich habe das Gefühl gehabt, sie wurden viel brüchiger als vorher. Absolut keine Kaufempfehlung und auch kein Nachkaufprodukt mehr für mich. Wandert jetzt in die Tonne. Ja, und der ist eingetrocknet. Den hatte ich von Sunny im Päckchen, habe den einmal ausprobiert. Der war sehr, sehr gut für Sandlack. Das ist Essence Nail Art Peel Off Base Coat. Also, dass ihr den. Jetzt ist mir das Tischchen fast weggefallen. Den konntet ihr halt so abziehen, diesen Nagellack. Und ja, der ist leider eingetrocknet, deswegen auch der fliegt weg. So einen würde ich mir aber nochmal nachkaufen. Ja, und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Flop-Produkt für das Jahr 2015. Catrice Prime and Fine Eyeshadow Base. Hart wie, weiß ich nicht. Ihr seht, ich habe da drin ein bisschen rumgestochert, aber ich kriege davon nichts raus. Ich bekomme nichts auf den Pinsel, geschweige denn aufs Auge. So, meine Lieben, da ist doch einfach die Kamera ausgegangen, während ich weitergesappelt habe, was ich sehr komisch fand, obwohl ich noch 5% hatte. Also die 2 Minuten hätte sie jetzt auch noch durchhalten können. Aber na gut, egal. Es ging um die Eyeshadow Base von Catrice, diese Refine and Prime. Also für mich absolutes Flop-Produkt. Wie gesagt, das ist so hart. Da kommt nichts auf den Pinsel, geschweige denn aufs Auge. Und das ist alles einfach, ja, weiß ich nicht. Ja, das ist für mich wirklich ein Flop-Produkt. Ich werde es jetzt auch in die Tonne hauen. Und es gibt so viele andere schöne Eyeshadow Base, die wirklich gut sind. Die von Essence oder auch die von Revive de Loop, die auch nicht wirklich teuer sind. Und ja, gut, ihr Lieben. Ich werde jetzt an der Stelle das Video beenden. Ich bedanke mich dann auf jeden Fall fürs Zusehen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bye, eure Foxy.